Ja, du, heute wollte ich mal hier diesen Unkrautbrenner mal vorstellen, meine Erfahrungen sagen. Das ist ja der Gloria Thermoflam Bio Classic, wie auch immer. Wie ihr ja in dem Video gesehen habt, ist das jetzt nicht so besonders berauschend. Und von mir auch ganz klar das Fazit: Wenn ihr Unkraut entfernen wollt, dann holt euch lieber was anderes. Ich zeige den trotzdem noch mal kurz. Ihr habt ja im Prinzip den Hahn zum Öffnen. Hier könnt ihr dann die Gasflasche anschließen und hier habt ihr eben diesen Piezo-Stein, also wie bei einem Feuerzeug, um einfach das ohne Feuerzeug anzünden zu können. Ich habe mir hier so einen Adapter drauf gebastelt, dass ich auch Universalflasche nehmen kann. Das ist so ein 7,16 Zoll auf MSF 1A. Ich blende das auch noch mal ein, denn die Originalflaschen sind natürlich auch relativ teuer und man kommt einfach nicht so weit damit. Wie gesagt, unterm Strich, ich würde die Dinger überhaupt nicht empfehlen, denn schon bei kleinen Grundstücken, ihr brennt euch da zum Wolf, sage ich mal. Also eine viel zu kleine Flamme, viel zu wenig Leistung. Also das hat für mich nichts mit Unkrautbrennen zu tun. Da bin ich mit rausreißen schneller dran. Ich schließe das Ding dann einfach hier an, dreht das mal rum, dreht den Gashahn auf und macht das hier an. So funktioniert das. Da kann man da mal ein bisschen regeln, ein bisschen mehr. Weniger. Du musst definitiv die größte Flamme nehmen, sonst ist das. Das bringt dann überhaupt nichts. Also wie schon gesagt, wie ihr in dem Video gesehen habt, da passiert einfach viel zu wenig. Vor allem mit größerem Grundstück, das bringt absolut nichts. Deswegen, auch wenn ich in meinen anderen Tests die Sachen meistens weiterempfehle, muss ich hier wirklich mal leider sagen, das ist ein absoluter Schuss in den Ofen. Ich mache im Anschluss mal noch ein Video, da zeige ich, was es für Alternativen gibt. Und zwar ist dieser Kollege hier, das ist ein richtiges Abflammgerät, wie es auch auf dem Bau benutzt wird, von Dachdeckern, von Straßenbauern. Und wie man hier vorne schon am Rohr sieht, da geht deutlich mehr. Die Flamme ist 6-7 Mal so groß. Ihr braucht dann natürlich auch ein bisschen Zubehör dazu, das heißt, so einen Druckminderer, da kostet mal ein paar Euro. Und dann natürlich eine Gasflasche, das sind 11 Kilo. Aber unterm Strich zahlt ihr da definitiv auch nicht mehr. Denn mit so einer großen Gasflasche komme ich locker ein Jahr hin. Und da habe ich ein großes Grundstück. Das zeige ich mal im Anschluss. Wie gesagt, erstmal hier das Fazit zu dem kleinen Abbrenngerät. Ob das jetzt der von Gloria ist oder irgendein anderer. Am besten die Finger davon lassen, denn das macht euch, das bringt euch nichts. Gut, wie gesagt, im Anschluss dann nochmal das Video, wie ihr so einen großen Brenner an die Flasche anschließt und auch nochmal kurz die Demonstration zu dem großen Brenner, wie der eben funktioniert. Dankeschön fürs Zuschauen.